So, es geht jetzt nochmal weiter. Nach diesem Video pausiere ich dann erstmal wieder für eine Weile. Das war die nervige Stadt. Jetzt weiß ich's wieder. Hä? Klar. Da wird nämlich ein gegnerischer Type Steel kommen. Zumindest wenn ich die Drogen zu dieser Komisch-Jasmin bringe. Und dagegen ist Fighting, Ground und Fire gut, was ich alles nicht habe. Und Water und Elektrik ist normal effektiv. Und alles andere ist nicht effektiv. Allerdings ist das Teil ja, glaube ich, auch noch zusätzlich Type Ground. Und somit noch resistent gegen Poison und Rock. Und nimmt Zusatzschaden von Water, Gras und Eis. Dann müssen meine Wassertypen dagegen ja eigentlich super effektiv sein. Das heißt, es wäre dann ein Fall für den Nilek. Ich will aber trotzdem erstmal den Babu weiterleveln. Vor allem noch mindestens so lang, bis der dann endlich evolved wird. Das wird ja hoffentlich nicht mehr ewig dauern. Muss er halt noch ein paar Level abschaffen. Hä, das Teil überlebt es sogar. Toll. Aber er hat das jetzt so schon viel zu wenig Ammo. Wie hier noch Trainer-Nerfköpfen suchen und gegen die kämpfen. Und ja, gar keine. Ich nur hunderte Mujes. Na klar, ja, so ein Umdreh-Nervkopf. Komisch ist, dass der Manta immer dann zu kommen scheint, wenn ich ja in der Gegend von den Whirlpools bin. Natürlich trifft es kritisch. Klar doch. Jetzt kämpft gegen mich, du alter Mofo.
Boat. Tolle Bezeichnung. Der ist ja nervig, ey. Level geschafft! Ich soll jetzt rasch kriegen, was auch immer das ist. Ich will aber natürlich wissen, was das ist. Wieder so ein komisches Item. Frag mich, was das rasch macht. Power 90! Dann behalte ich das natürlich. Egal, was das macht. Von allein die Tatsache, dass das Power 90 hat. Ist für mich eigentlich ein Grund, das zu behalten. Bin mal gespannt, was das macht. Vor allem hat sogar 20 Ammo. Gerade so. Ach so. Das war der Angriff, mit dem man sich auch selber immer was abzieht. Außer vielleicht, wenn man den Gegner killt. Vielleicht aktiviert sich das dann nämlich nicht. Dann verliert der Bavu aber mal wieder arg viele Striche. Da brauche ich mal wieder neue. Wieder so ein Manta. Sieht das wenig ab. Thank you.
So, jetzt kriegt er aber wieder neue Striche. Kann ich ja mal dieses unbesiegbare Tussenweib anlabern gehen. Wenn mir das schon mal erledigt ist. Und als Dank dafür, dass man ihr geholfen hat, muss man sie dann nämlich bekämpfen. Das ist echt mal sinnvoll. Und nicht nur das, sondern die ist auch noch voll mies. Ich frage mich ja, ob Type Water wirklich effektiv gegen die wäre. Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Natürlich ist die Peach hier sofort weg. Also ich werde einen Teufel tun und die jetzt gleich versuchen zu bekämpfen. Dann wäre ja die Katastrophe vorprogrammiert. Sondern stattdessen wird noch ein bisschen gelevelt. Und zwar zuerst mal der Yiyuk. Beziehungsweise der ist ja noch gar keine. Aber er soll jedenfalls einer werden. Und wenn er dann einer ist, dann soll der Jihe weiter gelevelt werden. Wir sollen dann wenigstens 30 oder so erreichen. Wenn er das auch geschafft hat. Dann kommt noch der Nilek. Okay, Levels. Ach, immer noch nicht. Kann natürlich dauern, bis das sich endlich weiterentwickelt. Aber ich will jetzt mal ausprobieren, ob der sich mit dem Rush immer selber auch noch trifft. Ja, leider, selbst wenn er den Gegner killt. Immer noch besser als dieses nutzlose Byte, das der vorher gehabt hat. Du musst jetzt echt mal voll die vielen Mujevs fertig machen.
Eigentlich will ich aber auch immer noch den Trainer Nervköpfen da unten zeigen. So dumm, dass es hier alles so ewig dauert. Natürlich! Das ist doch echt gar keine Chance gegen mich, ey. Ich hab den Super Babu in meinem Team. Ja, natürlich, das Rush kann auch noch verfehlen. Zum Glück gibt's aber Safe States. Überlebt er das sogar? Dann halt eben doch nur Hit. Kau? So was komisches. Soul. Look at levels. Na endlich! Ja, ich hab nen Yiyuk! Jetzt können die Gegner nämlich so richtig einpacken. Boah, das hat ja ganz schön gute Werte. Boah, der kann 113 HP haben. Dann kommt jetzt mal der Yihe an Position 1. Und der Nilek ist sogar schon Level 30. Und ich will auf jeden Fall den Yihe noch hochleveln. Hey, du da! Wie
Ich sag bloß, der hat ein Team aus lauter Mujifs. Außerdem mache ich zwischendurch auch mal wieder ein Safe State Backup, einfach so für alle Fälle. Du hast gefälligst zu treffen. Und zwar jetzt. Oh nein. Der Nerver. Das ist halt einfach nur Fisch. Komisch, an den kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Natürlich hat der auch Flame. Ey, nee. Ich wollte nie Leck hochleveln. Na, Liege benutze ich irgendwie kaum noch. Nochmal Knock. Achso, das war das. Lilek könnte auch mal wieder einen neuen Move gebrauchen. Vielleicht einen, mit dem ich Flame ersetzen kann. Oder aber dieses andere Lusche. Deine Muje. Natürlich. Dieser Versager! Ja, der Versager ist aber wenigstens ein Level geschafft. Und jetzt stirbt der Yi hier auch noch langsam. Nerv. So ein komisch Mädchenbüschel. Wird den Yi hier auf jeden Fall killen, wenn ich versuche zu kämpfen. Das hat er ja erst gleich ausgewechselt. Das ist genau das Knock, das ist nämlich ziemlich los. Das müsste ich auswechseln. Wahrscheinlich wird der Nilek erstmal ewig lang keinen neuen Move mehr kriegen. Das heißt, ich müsste vielleicht ein TM benutzen. Was zum Teufel ist denn ein Minxi? Ach, sowas. Na klar. Thank you.
38 theoretisch wäre. Da oben. Aber da das theoretisch was sein könnte, das sich lohnt, werde ich da jetzt hingehen. Und auf dem Weg hoffentlich noch ein paar Erbsen abgreifen. Den Yi hier wahrscheinlich killen und deshalb wird er jetzt natürlich wieder ausgewechselt. Ist das schlecht? Ich hoffe mal, dass der Nilek ein Level schafft, wenn er den erledigt hat. Schließlich wartet ja auch noch ein verdammter Meistertrainer. Mit dem ist es keine gute Idee, unterlevelt zu sein. Weil mein Team jetzt immerhin nicht mehr ganz so schlecht ist wie noch bevor ich heute wieder angefangen habe weiterzuspielen. Ja, gerade so. Gefährlich treffen, sonst bist du tot. Das gibt's zwar sowieso trotzdem. Ich kann vorher wenigstens noch ein paar Erbsen kriegen. Vor allem sollen sich ja auch wieder Items im PC gebildet haben. Wahrscheinlich sind das keine Evolution-Items. E-Tanks kann man ja nie genug haben. Obwohl es ja dummerweise immer einen Zug benötigt, um einen einzusetzen. Das ist unter Umständen zu langsam. Egal, es geht jedenfalls nach 38. Herzlichen Tag, sehr geehrte Frau Flügelbüschel. Ja, das ist ein Wolf-Item. Hoffentlich ist es das Richtige.
anscheinend leider nicht. Ich gehabt's. Der Alige kann nicht mehr erwolfen und der Yiyu... Also nee, andersrum. Der Yiyu kann nicht erwolfen und der Alige, der erwolft zwar irgendwann mal, aber... nicht durch ein Item, sondern nur, wenn er ein ganz hohes Level erreicht. Jetzt habe ich das so verstanden. Na gut, dann habe ich es halt leider mal wieder Pech gehabt. Aber irgendwann werde ich hoffentlich noch das richtige Evolve-Item kriegen. So, und dann wird es wieder weitergelevelt. Wenn ich dann hoch genug bin, dann versuche ich das Göhm. Killt es den noch nicht mal? So dauert es ja ewig. Aber immerhin habe ich einige Erbsen gekriegt. Für den Super Jihe. Noch ein Kill und er müsst upleveln. Ist den Gegner noch nicht mal. Nerv. Ich wollte ja auch den Nilek hochleveln. An der wahrscheinlich beim Meistertrainer ran muss. Nicht wagen. Ist der schwach. Haben geschafft. Der Lilek hat auch eins geschafft. Ja, yeah, der Jihe ist jetzt voll der Super Jihe. Ein riesen Unterschied im Namen. Jedenfalls ist der jetzt natürlich voll super, weil er jetzt nämlich ein unbesiegbarer Type Steel ist. Und zwar genau der, den der Meistertrainer da benutzen wird. Mal sehen, was der Jihe jetzt so alles kann. Wir formen Eieren und Ground. Das heißt ja gar nicht Stil, sondern Eieren. Das Problem ist aber, der hat nur 33 Move. Das heißt, der ist total lahm. Da wird der Gegner fast immer schneller sein als der. Da fährt der voll viel Defense.
Jetzt gibt's, glaube ich, nur noch einen Elf in meinem Team, der evolved werden muss. Und zwar der Sam, der braucht immer noch ein Item. Das bis jetzt nicht aufgetaucht ist. Kann ich nur hoffen, dass es irgendwann kommt. Aber jetzt steht auf jeden Fall was ganz Schwieriges bevor. Ich hoffe mal, dass es jetzt überhaupt schon geht. Die Peach ist zumindest da. Mal sehen, ob ich gegen sie kämpfen kann. Immerhin habe ich jetzt das gleiche Viech, das die benutzen wird. Ja, schon Level 30. Das wird schwer. Spekt einsetzen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Vagan gegen den irgendwas macht. Ich hoff's doch mal. Normal effektiv. Nein, das hätte den jetzt schon fast gekillt. Flame müsste ihn jetzt ganz killen. Da ist noch so einer. Ich hab gedacht, jetzt käme schon der Jehe. Das Speck soll gefälligst funzen. Vagan einsetzen. Und tschüss. Jetzt kommt der. Der ist ganz schwer zu schaffen. Allerdings habe ich ja mittlerweile auch einen. Vor allem der hier ist ja gerade mal Level 35. Ich habe das irgendwie viel höher in Erinnerung. Hier ist natürlich Speck eingesetzt, damit der nichts mehr machen kann. Und jetzt versuche ich es mit Vagan. Ja, das hätte ihn fast sogar schon gekillt. Na toll, der sitzt aber vor es ein, was auch immer das macht. Na, anscheinend überhaupt nichts. Flame einsetzen? Ja, das war ja klar. Du tust ihn weit mit deinem Eating. Egal, keine Ahnung, was dieses Sonnenlicht machen soll. Vagan einsetzen! Na toll, es hat ihn ja noch nicht mal gekillt. Hä, hey, daneben! Ich krieg's doch nicht! Toll, er ist ja immer noch da. Krieg mich doch, du altes Loch! Flame einsetzen! Na du hinterhältiges Weibsbild, was sagst du jetzt? Ich hab die mit einem einzigen Elf alle gemacht und keinen einzigen Treffer abgekriegt. Außerdem hat der Nilek dessen Level geschafft, weil er nämlich super ist. Was er ja auch verdient hat, jetzt wo er immerhin im Alleingang den Gym-Leader besiegt hat. So, das ist jetzt, glaube ich, so ein Steel-Move. Weiß aber nicht, ob der was bringt. Attack Enemy vs. Hard Tail, aber scheint ja andauernd nicht zu treffen. Da brauche ich das ja gar nicht.
Hurra! Ich hab gelesen, dass es einen Glitch gäbe, wo man Surf auf diesen Statuen einsetzen kann. Kommt hier offensichtlich in der Generation schon behoben. Oh nein, es gab einen Fehler. Oh Gott, ich hab vergessen zu speichern. Wir sehen uns.